Alles in Ordnung. Kommt runter. Bist du sicher, dass wir richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Schaut doch mal, das sind die gleichen Säulen. Okay, Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Hey Nate, auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Wenn ich hier stehe... Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Namen. Den benutze ich echt häufig. Mach es. 1, 2, 3. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal! Was habe ich gesagt? Respekt, das hat geklappt. Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja, das sind Marlos-Männer. Aha. Best für den Koller. Okay. Was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Ich sehe es mir an.
Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Komisch. Und was für Symbole? Noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Sieht wie ein Mechanismus aus. Jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Thank you.
Okay. Ach, Nate. Hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Da brat mir noch einer einen Storch. Oh. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh, Mist! Oh, nein, nein. Oh, Mann! Sind noch viel aggressiver! Mann, das Licht macht ihn kaum etwas. Hedle mit der Fackel! Elena, die Schrotflinte! Mach ich! Du musst hier rauskommen! Okay, bleib nicht zu mir dran! Aber hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Versuche. Okay. Wie läuft's, Elena? Alles klar. Sully, ich brauch mehr Kugeln. Nicht, Junge. Sully, ich brauch sie jetzt. Los, hier geht's voran! Dann mach die Tür auf! Verstanden! Okay, los!
habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Deckung! Hinterhalten! Oh, Deckung! Ich kann überhaupt nichts sehen! Ich kann nichts sehen! Sully, alles klar? Er verzieht sich nicht! Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helfe dir hoch. Vorsicht, Junge! Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst! Geht klar! Hast du es? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Ihr könnt sie nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt! Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Come on.
Na los, hier hoch. Hier lang. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg. Bleib weg. Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Oh Gott! Oh Gott! Ruhig bleiben. Nur mir nach. Nee, lassen Sie mich. Drake. Marlow wartet. Nein. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Keine Sorge. Tut mir leid. Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Sally ist. Keine Angst. Mir nach. Nein, ich gehe nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Ihr Rahmen hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan.
Anscheinend ist ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. وقف ولا تخف وقف دير بالك حاسب دير بالك يا رجال عودوه بالجبال وين رايح هيدا؟ وين فايت يا زلمة؟ يمشي في الشارع حاسب الولا حاسب فين راجل؟ اللي بيحصل؟ Arschloch! Mist!
Teufel ist der hier? يلا يا زلمه قلت له هات لي الشاي بقى لي ساعه بستنى هون شو هيدا وين الاكل يا زلمه بستنى احلى بطاطا وطماطم في السوق شو عم تقول يا شو هالحكي هيك والله ما ببيع بهالسعر هلا شيش شو ما بتقلي لي معلوم معلوم احنا بالرابع شي شغله يعني باليمن الواحد هذا شو معقولة شو اللي كان تشوف مع كل يوم تشوف تعيشت ان شاء الله فشنا نيش دوس Na los, Talbot, das wird langweilig. وقف ورا الضخة! شرطة! أنا الشرطة يا مصدر! صباح الفلا فلغ خمس وببر النوم اركان انزمي رمسس سي سولت مير دانكن مين فرويند اه stimmt danke wirklich die englische dame wollte dass ich sie loswerde aber ich bin ein guter ich habe ihr leben gerettet und jetzt bin ich der einzige freund den sie haben Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat? Und ein Geschäftsmann! Ein bisschen Respekt, bitte! Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt ein bisschen.